Hallo und herzlich willkommen zurück bei T4Restos. Ach, was für ein schöner Tag. Die Vöglein zwitschern, der Garten wächst, zumindest ein ganz kleines bisschen. Das Feuer brennt immer noch, obwohl wir gerade geschlafen haben. 50 Stunden müsste eigentlich ja aus sein, der Korrektheit halber. Ja, wir haben jetzt hier wieder überall alle Bäume. Haben wir festgestellt, nachdem wir das Safe Game geladen haben, sind alle Bäume wieder da. Das heißt, unsere ganze schöne Lichtung, alles, was wir gebaut haben, also nicht alles, was wir gebaut haben, aber alles, was wir hier abgebaut haben, ist einfach wieder da. Der Dschungel, er wächst schnell um uns herum. Er verschlingt uns quasi. Er verschlingt uns wie ein Schwein mit Gekröse. So, was immer das heißt, ich habe keine Ahnung. Ich wollte nur wieder eine ganz tolle Gleichung machen. Und was wollte ich sagen? Ja, wir düsen heute, wie in der letzten Folge versprochen, düsen wir heute mal ganz kurz rüber zu Los Eingeborenos. Und zwar an ihren heiligen Platz des Baumes des Lebens, der wirklich so heißt. Der heißt wirklich Baum des Lebens und der heißt deswegen so, weil... die Entwickler ihn so genannt haben. Ich weiß gar nicht, Baum des Lebens ist halt, das ist so ein Klischee-Ding einfach. Das ist genauso wie Etikette des Preises. Oder Berg des Steines oder Halle des Bergkönigs. Guck mal, wie schön das aussieht mit dieser Wand, die da so eingesunken ist. Das sieht ja voll schäbig aus. Ich hoffe, man kann so eine Dinger wieder abreißen. Ich weiß es nicht. Meinetwegen auch, ohne dass man die Materialien zurückbekommt oder vielleicht einfach so ein bisschen, dass man da so ein paar Stickies rauskriegt oder sonst was. Das wäre natürlich schön. Ja, leider ist der Schutzwall vollkommen für le ass. Und ich glaube, wenn wir hier jetzt lang gehen, kommen wir da nicht zum anderen eingeborenen Dorf. Gehe ich hier überhaupt richtig? Ich habe vergessen, wo ich lang muss. Ich gebe es gerne zu. Deswegen rennen wir einfach so über die Insel. Ich habe wieder ein Geräuschli gehört. Ich weiß aber nicht, ob es ein Eingeborener war. Und ich will jetzt nicht zu übermütig erscheinen, denn wenn uns drei Eingeborene angreifen, sind das immer noch drei Eingeborene. Und ich weiß ehrlich gesagt, wie ist denn das, wenn man kämpft? Ne? Und man blockt ja gerne mal und man blockt ja eigentlich frontal. So, ist man dann auch geschützt, wenn Leute von hinten angreifen? Ich habe gelesen, dass man blockt, selbst wenn man brennt, kann man damit Schaden abhalten. Ich weiß nicht genau, wie man Feuer wegblockt, es ist mir ein Mysterium. Ich glaube, da müssen die Programmierer einfach nochmal ran, was das angeht. Da gibt es noch einige Bugs. Huch. Und ja, ist ja gut, das kennen wir ja schon, das Geräusch. Lee? Hier ist auch schön. Lurch! Hier ist auch schön. Ein Lurch brauchen wir. Einen Lurch müssen wir uns noch schnappen. Jetzt höre ich sie immer überall rascheln. Ich bin heute irgendwie echt paranoid. Was vielleicht daran liegt, dass wir vorhin so unversehens, also vorhin in der letzten Folge so unversehens angegriffen wurden zu Anfang. Ich mag den Fluss. Ist echt schön. Ach, hier kommen wir auf die Insel. Ich glaube, ich muss da hinten hin. Lurch! So, haben wir eigentlich inzwischen... Ich wollte nur 1, 2, 3, 4... Ich glaube, 4 haben wir. Einen Lurch müssen wir uns noch schnappen. Damit wir hier die volle Rüstung haben. Auch als Ausrüstung die Rüstung. Und dann geht es schon wieder sehr viel besser. Wie komme ich jetzt darüber? Ich heiße den Dreck. Ich wollte nicht so weit entfernt sein. Ich glaube, ich laufe mal da hinten hin. Da ist eine Landzunge. La 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 Landzunge, la 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 Landzunge. Fand ich übrigens schön, muss ich mal ganz kurz anmerken, ich kann nicht mehr schnell schwimmen. Und wieso habe ich jetzt Latsch-Geräusche, wenn ich schwimme und wie schwimmt denn der? Der schwimmt wie so ein Neugeborenes mit den Füßen nach unten. Und ich kann leider nicht mehr schnell schwimmen, der schwimmt hier einfach nur noch so fröhlich vor sich hin. Das ist ja... Wir sind morgen da. Nee, was ich sagen wollte, ich fand es übrigens schön, als ich die zwei Folgen ein bisschen gelabert habe wieder, ne? Als ich so ein bisschen erzählt habe, auch wieder so über Gott und die Welt und tralala, über Selbstbewusstsein, wo jemand nicht verstanden hat, dass es kein Schreibfehler war in der Überschrift, sondern
Selbstbewusstsein heißen sollte. Jedenfalls, als ich die Themen so ein bisschen aufgegriffen und ein bisschen erzählt habe, kam das ja relativ gut an. Ich dachte, oh, jetzt langweilig die Leute, indem ich da wieder ein bisschen was rumlaber. Aber tatsächlich, was ist denn hier los? Voll am Nachladen. Aber tatsächlich kam das ja, also da war ich, habe ich mich gefreut, muss ich sagen. Habe ich tatsächlich gesagt, so, ah Mensch, ich guck mal, wie ich mich freue. Saß wie so ein Honigkuchenpferd vor den Kommentaren. So, wir haben das Dorf, was ich meinte, eigentlich umgangen und kommen jetzt eigentlich wieder zu der Stelle, wo wir sonst immer bauen. Ich weiß gar nicht, haben wir da überhaupt was angefangen diesmal? In dieser Sitzung? Nee, in der letzten Sitzung sind wir ja krepiert, genau. 16.000 Kilometer von hier entfernt, wo ich gerade aufnehme. Wie unberührt es hier diesmal ist. Schön. Mann, Mist. Die Lurche, die sind zu schlau, die raffen das. So, warte. So. Den haben wir auch noch. Und ich glaube, damit haben wir die Rüstung wieder voll. Das ist ganz gut. Und dann düsen wir mal ganz kurz weiter. Hier ist das Wasser irgendwie buggy. Hier ist gar kein Wasser mehr. Hä? Wenn ich hier rausgehe? Dann ist da wieder was. Peters Tante. Kennt wahrscheinlich kaum noch jemand. So, wir müssen ein bisschen ganz kurz gucken. Wir müssen ein bisschen zur Ruhe kommen und verschnaufen. Und ich frage mich, sollen wir uns da wieder Lager bauen, wo wir Axt suchen oder nicht? Eigentlich müssten wir auf der ganzen Insel verstreut Lager bauen. Was ist das denn da? Einfach nur so ein Kanten. Hallo, schöne Frau. So, das Wasser hier verschwindet also einfach und wir können einfach so hier rumlaufen. Das ist ja ganz toll. Okay, gleich fängt wieder die Musik an. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Ist immer wieder ein Highlight. Und wir laufen hier inzwischen durch die Dörfer, als gäbe es nichts Schöneres. Aber es ist auch irgendwie niemand zu Hause. Warum lädt er denn erst so spät nach hier? Guck mal. Nicht, dass er noch eingeboren erst so spät nachlädt. Oh, guck mal hier. Geil. Ein Chip und ach hier. Das ist ja schön. Kann man da eigentlich? Eigentlich brauchen wir einen Kopf, aber den hat er ja eh nicht. Ist das vielleicht eine verkohlte Mahlzeit? Ich bin mir gar nicht so sicher. Den Kopf haben sie abgeschlagen und wahrscheinlich ein bisschen abgenagt schon. Hier ist noch eine verbrannte Hand. Hier auch ohne Kopf. Offenbar sind die Herren hier Gourmet. So, hier ist so eine Flair, da komme ich natürlich nicht ran. So, jetzt aber. Hier hinten liegt nur Mist, wie es aussieht. Ich dachte, ich finde hier noch ein bisschen was. Ja, und den MP3-Player können wir uns eigentlich auch mal holen. Dann haben wir den auch wieder. Ich glaube, wir haben ja in dieser Sitzung bisher nur das eine Haus da gebaut. Ist auch nicht so viel, aber wir spielen noch nicht so lange. Das heißt, in dieser Sitzung holen wir uns jetzt vielleicht mal... wir holen uns vielleicht für die Sitzung jetzt auch mal den MP3-Player. Naja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Gar nicht mehr. Alter, der schnauft hier immer wie so ein Weisen nicht. Außerdem müsste er doch seine Fitness, also ganz ehrlich, so oft wie der hier rumläuft, müsste auch seine Fitness langsam mal hochgehen. Und immer wenn ich jetzt zum Beispiel gegessen habe, immer wenn ich so einen prächtigen Lurch verknuse, dann kann ich erstmal nicht laufen, dann lege ich erstmal hin, aber ich bin ja auch schon alt. Da muss ich erstmal ein bisschen Augen zumachen, erstmal ein bisschen schlafen. So ein kleines Mittagsschläfchen. Naja, schön wär's. Ich finde aber auch, seit dem letzten Patch, ist es hier echt leer geworden, was Eingeborene angeht, ne? Also wir laufen hier die ganze Zeit rum, man sieht die echt nur noch sehr selten. Im Dorf haben jetzt ein paar gespawnt, da vorne
wird es wahrscheinlich auch gleich nochmal Highlife mit Konfetti geben, aber so generell ist es echt ein bisschen mau geworden. So, hier sind ab und zu mal welche auf Patrouille. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es die jetzt so immer noch gibt. Die Koffer lassen wir links liegen. Die brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben ja genug Gezuppel an Bord. Geld. Wie viel Geld haben wir denn mit? 34 Geld haben wir mit. Ich glaube, das reicht auch. Wir müssen ja echt nicht alles mitnehmen hier. Da kann ich... Geld kann man trotzdem noch sammeln. Ich weiß gar nicht, ob es ein Maximum gibt. Jetzt habe ich gesammelt. Mal gucken. 34 Geld. Okay, 34 Geld ist Maximum Geld, was man haben kann. Wir arbeiten ja also für einen Mindestlohn sozusagen. So, noch kein Plingploing. Eigentlich sind hier doch ab und zu mal... Hallo. Hallo. So, da vorne ist die Landzunge. Und wir müssen mal gucken, dass wir unser Lager vielleicht ein bisschen in respektablem Abstand bauen. Hier sind gerne mal Eingeborene und da vorne, da wo das Ifiji ist, da sind auch gerne mal Eingeborene. Waren wir hier schon mal, weil hier, ich meine, haben wir das hier hinterlassen? Das sieht so fachmännisch zerlegt aus. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Das muss, ich glaube, der muss einfach auseinandergefallen sein. Das ist hier irgendwie so diese komische Mutantenkrankheit. Ich glaube, denen fallen auch einfach die Körperteile ab. Das ist Lepra einfach. Das ist eine scheiß Lepra-Insel. Unser kleiner Junge wurde von den Lepra-Gnomen geholt und fällt wahrscheinlich selber dann auseinander. So, einen Fishing-Speer haben wir bis jetzt auch noch nicht übrigens. Wir haben ja gar nichts eigentlich in dieser Runde. Nichts haben wir. So, Medizin... Was ist das denn? Ach, noch eine Chipkarte. Geil. Ich weiß gar nicht, wie man davon haben kann. Kein Plingploing? Wie viel haben wir? 5 Stück haben wir jetzt. Ich glaube, da können wir echt noch ein paar mitnehmen. Mist. Survival! Survival! So. Fische können wir uns jetzt auch mal holen. Gehen wir mal ganz kurz ins Meer, holen uns 5 Fische. Und ich würde sagen, wir bauen uns hier auch trotzdem mal, wie letztes Mal, bauen wir uns hier vielleicht an den Anker oder irgendwo in der Richtung, bauen wir uns nochmal ein kleines Lagerfeuerchen. Vielleicht irgendwo anders hin. Hier war noch Fische, oder? So. Ich bin jetzt viel zielsicherer. Aber einen können wir noch. Ich bin ja viel zielsicherer als am anderen Rechner. Also als am temporären Rechner in Amiland. Bilde ich mir ein und verkacke es beim nächsten Mal wieder. So, wenn ich das Ding bewege, was ist mit der Möwe? Die fliegt weg. Okay, ich dachte, die bleibt in der Luft sitzen. Du geiler, feuchter Hai. Ich reib an dir mein Handgelenk. Beim Lagerfeuer waren wir eigentlich immer nur insofern, also hier beim Lagerfeuer am Dingens, waren wir eigentlich nur insofern sicher, als dass die Eingeborenen immer weit weg genug waren. Da hinten, da oben, guck mal da oben, juhu, guck mal wer da rennt, guck mal wer da rennt, das ist doch der Augustin, das Naturtalent, haben die uns gesehen? Können sie gar nicht. Mist. Jetzt schwimmen hier 2 Schildkröten vorbei. Du nichtsnutziges Gackviech. Du bist so braun, wie du stinkst. Hm. Die haben uns nicht gesehen. Sehr gut. Das heißt, die toben da gerne mal zum Strand. Ich glaube, es ist doch cleverer, sich hier hinten...
Ich dachte gerade, ich habe einen Pling-Ploing gehört. Ich glaube, es ist doch cleverer, sich hier hinten was zu bauen, als da beim Anker. Vielleicht hier. Da ist es sehr versteckt. So, jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Ja, das ist ja wunderschön. Ich habe den Regen nicht missen wollen. Okay. Blöd, dass man nicht auf Felsen bauen kann. So, das geht, ne? Hier so ein bisschen versteckt. Und das Feuer mache ich dann einfach mal. Fire, lalala. Da mache ich wieder so ein Fire Pit. Das mache ich dann dahin. Und das mache ich auch zuerst. Wir brauchen Steine. Scheiße. Okay. Ich gehe mal ganz kurz hoch und los und hole Steine. Wir brauchen dringend Steine, um unser Feuer zu bauen, damit wir ein bisschen Energie haben. Dann erst können wir unseren Temporari-Shelter bauen, für das wir wahrscheinlich noch Sticks sammeln müssen. Ich hoffe nur, hier sind momentan keine Eingeborenen umtriebig. Pling ploing. Pling ploing. Doch, da hinten gehen welche. Die kommen hierher. Ich dachte gerade zuerst, dachte ich, oh Mensch, das ist nur ein Baum, der wippt, aber es sind Eingeborene, die in diese Richtung kommen. Und das Problem ist, die fangen ja manchmal einfach an loszulaufen. Einfach so. Und wenn man dann noch in der Nähe ist, ist das blöd. Und vor allen Dingen, ich kann momentan nicht laufen. Da kommen sie alle. Weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt. Weil ich ja momentan mit 2K spiele. Und ich weiß nicht, ob man das bei 1080 dann sieht. Wenn ich hier die schon in weiter Entfernung sehe, dann sind die wahrscheinlich noch kleine Pixel. So, jedenfalls, ich, Gott sei Dank, das hat geklappt. Blätter haben wir genug, Stickies brauchen wir noch, dann können wir hier auch pennen. Und ich würde sagen, ich brutzle uns erstmal einen schönen Schorsch hier, ne? Ich hoffe nur, man sieht uns hier nicht. Notfalls kann ich hier eigentlich auch, hier kann ich auch so eine Palisade bauen. Einfach so ein Defensive Wall, einfach nur so. Der uns so ein bisschen, scheiße, vor neugierigen Blicken schützt. Da hinten gehen sie. Ganz leichte schwarze Schatten. Alter, die Möwe hier. Ganz leichte schwarze Schatten, die da hinten gerade vom Hintergrund waren. So. Ich überlege, ob ich sowas hier machen soll. Ich mach das mal so. Jetzt habe ich gerade ein Geräusch gehört, Alter. Hab mich voll verjagt. Ich weiß aber nicht, was war. Oh, der Mond. Und dann mache ich hier ein Fenster hin. So. Hier würde ich am liebsten eine Tür machen. Ich meine, die können natürlich auch von der Wasserseite kommen. Also ich bin ja nicht blöd. Das können die natürlich schon. Ich wollte das hier nur machen, wenn ich da jetzt ein Fenster hinbaue und baue dann. Oh, ein Lurch. Und baue dann vielleicht. Das wäre schon zu übertrieben eigentlich. Jetzt, warte. So, ich komme da selber dann auch nur von der Wasserseite hin. Aber ich kann dann davor quasi. Wir werden ein paar Loks brauchen. Ich kann dann quasi davor so ein Standfeuer bauen, was ich durchs Fenster anzünden kann. Verstehst du? Wenn die dann also hier ins Fenster kommen, ich kann hier mal rausgucken, ob da jemand ist. Und wenn die ans Fenster kommen, dann kann ich schön sagen, Jäntje, Kollege, schön. Ich sammle das Geld aus Reflex, natürlich. So, wir brauchen auf jeden Fall, bevor wir jetzt irgendein Pökes bauen,
Ich wollte ja die Axt sammeln und jetzt bauen wir hier trotzdem noch, aber das macht ja nichts. Wir müssen ja überall Unterschlüpfer haben, Unterschlüpfer, damit wir uns hier notfalls verstecken können. Und ich brauche dafür auf jeden Fall noch ein paar Stickies. Und die Stickies finden wir natürlich wo? Im Wald. Und es ist sehr schön, bei Nacht und bei diesem Wetter in den Wald zu gehen, denn da sieht man immer ganz hervorragend weit und alles. Scheiße, ich hoffe, hier kommt kein Plink-Ploing. Ich sehe nichts. Ich gehe mal das Risiko gerade ein. Wow, oh, das, jetzt hat sich alles geändert. Pass mal auf, ich gehe mal ganz kurz auf die Optiones. Die Breitness ist übrigens, habe ich extra, ne, habe ich extra schon hochgestellt. Also alles gut. Das Problem ist, ich sehe trotzdem überhaupt nichts, außer meine hässliche Visage, die sie im Monitor spiegelt. Und keine Sorge, ich finde mich okay. Wenn ich mich beleidige, dann liegt das daran, dass ich mit mir leben kann. Gerade so, dieser ekelhafte, widerliche Typ. So, nee, das geht okay. Das geht okay. Ist auch kein Phishing für Kompliments, ne? Also da muss man nicht, ja. Wollte ich nur mal ganz kurz anmerken, es macht mir Spaß, mich über mich selbst lustig zu machen. So wie es mir auch Spaß macht, mich über andere lustig zu machen. Wie zum Beispiel, sagen wir mal, über dich, du kleine Kackbratze. Ist das nicht liebevoll? So. Das Ding haben wir fertig. Ich frage mich, ob wir die Loks hier zusammenkriegen. Aber erstmal gehe ich pennen. Gegessen haben wir ja. So. Und da geht die Sonne. Alter, ich feiere die Grafik hier gerade. Oh, ist das schön. Ist echt wunderschön. Erstmal eine Flasche Alk nehmen. Schön mit dem Bier auf dem Felsen sitzen und den Sonnenaufgang betrachten. Ach, ist das schön. Boah, sieht echt gut aus. Grafik bei Forest. Und wenn man bedenkt, dass mit der Unity Engine gemacht wurde, ich weiß, die meisten interessiert das gar nicht, welche Engine dahinter steckt und so weiter. Aber es gibt ja noch ein paar Technikbegeisterte. Oder ein paar Leute, die sich tatsächlich auch für sowas interessieren. Und da kann man auch ruhig mal sagen, boah, und das hier mit der Unity Engine, mein lieber Scholli. Da sitzen aber schon Profis hinter. So, Frage. Wo baue ich die Lockholder hin? Okay, manches sieht noch komisch aus, aber trotzdem, für die Unity Engine ist das hier schon huiuiui. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann wahrscheinlich mal Forest auch eine eigene Engine bekommen wird. Das kann ich mir echt vorstellen. So, pass auf. Storage, Storage, Lockholder, lalala. Nehmen wir mal Rotate. So. Ich mach da wieder ein paar, ne? So, die müssen ja nicht super aussehen. Das reicht ja, wenn die nebeneinander sind und einigermaßen nach was aussehen. Warte mal, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. So. Wir brauchen hier auch nicht ganz so viele. So, zum Glück brauchen wir nur 16 Stickies. Und ganz ehrlich, beim Sticky-Sammeln für Lockholder überlege ich immer, ob ich schummeln soll. Ich weiß nicht warum, aber das dauert sonst immer so lang. Weil 16 Sticks pro Lockholder und wir bauen dann gleich mal 4. Das ist doch schon gar nicht mal so wenig. So, ich glaube, deswegen kürze ich das Ganze jetzt auch einfach mal ab.
Andererseits ist es vielleicht realistisch. Ein bisschen riskanter hier auch. Weil wir können ja jederzeit wieder quer durch die Map geschlagen werden. Haben aber gespeichert in unserem kleinen Temporari. Oh. Die Möwe hat sich nur hingesetzt. Keine Sorge, die sitzt hier und denkt nach. Weißt du was? Ich schummel nicht. So. Ich schummel nicht. Ich mache das hier ganz regulär. Das wird zwar ein bisschen dauern, aber ganz ehrlich, dafür spielen wir hier ehrlich. Ich fühle mich immer so ein bisschen hoch. Übrigens geben die Dinger auch Leaves, ne? Soweit, oder? Ich weiß es gar nicht. Bei den kleinen Büschen war ich mir immer sicher, die geben Leaves, weil es gibt so ähnliche, die geben Leaves. Hier, Leaves Collected und es kommt ein Sticky bei raus. Also die geben beides, weil letztes Mal wurde irgendwie gesagt, vor ein paar Folgen stand da, ich soll die nicht abholzen, weil die nur Sticks geben. Und wir Leaves sammeln wollten, aber in Wahrheit geben die nämlich beides. Das sind aber diese kleinen hier, ich weiß gar nicht, bei den größeren müsst ihr es mal austesten. Alter, voll die Killermöwe. Sonst ist es hier eher ruhig. Oh. Jetzt habe ich da schon wieder massakriert. Irgendwas ist hier gerade gestorben. Wahrscheinlich deine Geduld. Oh. Einfach mal runtergeknüppelt. Schön. So ein Knüppel ist auch schön. Okay, ich will nicht schummeln, deswegen nehme ich jetzt wieder die Axt. Ansonsten hätten wir unendlich Stickies und könnten hier die Lockholder sofort bauen. Und weil ich weiß, dass wir eigentlich was anderes vorhatten, gehe ich erstmal die gute Axt suchen. Weil wenn wir dann auch noch, wenn wir dann für die Lockholder auch noch Locks haben wollen. Und eigentlich wollen wir uns da oben ja auch noch das Häuschen bauen. Dafür sind die Lockholder auch super. Also macht es schon Sinn, die da zu bauen. Ich würde eigentlich das Häuschen da oben würde ich auch gerne mal fertig kriegen. Das wird aber ein bisschen dauern. Da werden wir ein bisschen hin und her laufen, fürchte ich. Können natürlich zwischendurch noch Lockholder bauen, so auf der Hälfte der Strecke. Dann würden wir quasi so ein bisschen Staffellauf machen, aber egal. So, ja, was kann ich sagen? Heute, erster Tag nach der Reise, wieder da. Und ich werde sehr oft gefragt, tatsächlich. Einmal auf Ask.fm. Nee, ich wurde tatsächlich schon öfter gefragt, was denn jetzt der größte Unterschied sei. Und was mir besser gefallen würde, USA oder... USA oder Amerika. USA oder Deutschland? Hier? War das hier oder war das andere Felsen? Ich glaube, es war der Felsen. Müssen wir gucken, dass da nicht Eingeborene spawnen. Hallo? Boah, die Arschritze. Boah, wie man die Polygone hier sieht voll. Das ist ja doof. Wir befinden uns bestimmt in einer Simulation. Jedenfalls wurde ich gefragt, was ich denn besser finde und ob ich denn... Ich wurde auch ganz oft gefragt, ob ich denn jetzt da leben möchte und so weiter. Ich komme hier nirgends rein übrigens. Irgendwo hier drin soll die Axt sein und ich komme nirgends rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nee, ich will da, ist schön, da mal da zu sein, aber ich habe schon gemerkt, selbst die 2,5 Monate, die wir letzten Endes da waren, und ich war nicht mal Teil der Menschen, da liegt die Axt, da! Nee. Ich bin ehrlich gesagt, also USA, ne, gibt's viele schöne Sachen, muss man sagen, die Läden dort gefallen mir sehr gut, vor allen Dingen da so das Einkaufen und sowas, also wenn man für den täglichen Bedarf einkaufen geht, das gefällt mir da ausnehmend gut. Und es gibt halt auch so Sachen wie diese Einkaufszentren und sowas, die dann immer schön nach so einem Theme angelegt sind, die gefallen mir auch extrem gut. Da gibt es sehr schöne Sachen. Ich komme da einfach nicht rein. Also es gibt schon ein paar Sachen, die hätte ich hier auch ganz gerne, aber so alles in allem, ich war... ich nehme mal als Beispiel, ne? Wir sind ja gestern wieder nach Köln hier reingefahren und es war alles so richtig schön grün. In den USA, ich verstehe jetzt, warum die Spiele so aussehen, ne? Die aus den USA kommen, verstehe ich jetzt, warum die Spiele so aussehen, wie sie aussehen. Weil in den USA, das, was wir da gesehen haben, Kalifornien, ist alles wirklich tatsächlich eher grau-braun. Bei uns ist alles sehr grün und sehr schön und tralala, zumindest vieler Ortens, wie es ja so schön heißt. Aber in den USA ist alles tatsächlich immer sehr,
sehr vertrocknet, sehr dürre, weil es da jetzt auch sehr heiß ist. Jetzt haben wir in Kalifornien haben sie gerade ein Wasserproblem sowieso. Hier diese Water Shortage und sowas. Und wie komme ich denn jetzt zu dieser Axt da rein? Mann, verdammte Axt. So, hier kann ich reingucken, aber ich kann da nicht reinschlüppen. Wer macht denn die Axt in den Felsen rein? Ich weiß, das ist ein Bug. Aber wer macht denn sowas? Ich meine, wie kommt man denn überhaupt darauf, die als Spawnpunkt in den Felsen zu legen? Wir wissen jetzt, sie ist da, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Und ich habe die Befürchtung, dass jederzeit Eingeborene hier aus dem Buschwerk schlagen, so wie letztes Mal. Als sie uns einfach quer durch die Map geprügelt haben wieder. Die muss hier irgendwo sein. Ach, ich habe einfach E gedrückt. Ja, so wird ein Schuh draus. Lurch! Axt testen. Geil, mit einem Schlag ist uns ja noch nie passiert. So, ich würde sagen, dann sammeln wir hier mal fleißig ein. So, auf jeden Fall USA wohnen. Es gibt sehr schöne Gegenden in den USA, keine Frage. Venice Beach, ich liebe Venice Beach, es ist ganz toll da. Und das war eigentlich auch, ist glaube ich für mich, Venice Beach ist für mich glaube ich der schönste Ort in L.A., muss ich sagen, weil da fühle ich mich mit am wohlsten. Da habe ich die ersten 3 Wochen ja gewohnt. Das, da wäre ich immer wieder gerne, aber ganz ehrlich, so richtig wohnen würde ich generell nicht wollen in den USA. Weil mir fehlt einfach die Luft in Deutschland. Ist auch eine ganz andere. Hier kannst du mal richtig tief durchatmen und hast erstmal ein bisschen Lungenvolumen. In den USA ist das irgendwie nicht so. Ich weiß nicht mal warum. Ich kann es nicht mal benennen. Aber die Luft da ist viel trockener, viel weiß ich nicht. Und hier ist sie so ein bisschen gehaltvoller vom Sauerstoff. Weiß ich nicht, ob es daran liegt. Würde ja auch das ein oder andere erklären, das ein oder andere Klischee. Ich kann es nicht sagen. Aber ich muss sagen, was das Land angeht, vielleicht bin ich einfach nur ein Spießer geworden, kein Plan. Und selbst wenn, dann bereue ich es nicht, dann finde ich das trotzdem gut. So, ich mag das, ich mag es hier. Und es gibt auch in Deutschland sehr schöne, also ich muss sagen, das Land in Amerika ist natürlich riesengroß, es gibt riesengroße Landstriche. Und da hast du teilweise Ausblicke, die wirst du in Deutschland natürlich niemals haben. Aber ganz ehrlich, dann fahre ich gern mal für 1-2 Wochen in die USA und mache dann eine Reise. Aber es gibt auch in Deutschland wunderschöne Landstriche, vor allen Dingen im Süden. Und ja, liebe Bayern, ihr habt einfach das schönere Land, das muss man sagen. Huch, da gibt es kein Vertun, da gibt es gar keinen Zweifel. So, aber auch Süddeutschland hat wunderschöne Landschaften. Huch, jetzt nehme ich gerade die Billigaxt. Das heißt, man kann hier in Deutschland auch sehr schön wohnen. Ich bin so ein Typ, also ich muss auch nicht direkt am Strand wohnen oder sonst was. Ich mag immer gerne so ein bisschen Aussicht. Ich mag immer gerne so ein bisschen bergig, so ein bisschen grün, wo man auch mal, ich weiß, das ist jetzt lahm für die meisten. Geil Innenstadt wohnen, geil Party auf die Ringe. Boom, 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 alter fette Scheiße. Aber ganz ehrlich, ich habe so viel Party gemacht, ich kann auch mal sagen, ich mag's ruhiger. Schön spazieren gehen. Das ist meins. Das ist meine Welt. Sag mal, ist das hier ein unendlicher Leafbaum? Leaves collected? Leaves collected? Krass. Ich habe gerade einen Leafbaum gefunden. Einer, der unendlich Leaves abwirft. Das wusste ich nicht. Wahrscheinlich schon ein bekannter Bug, aber mir war er neu. Egal. Wenn wir mal Leaves brauchen, wissen wir Bescheid. Solange es funktioniert. So. Brauchen wir momentan nicht. Aber ich müsste bald auch mal einen Happen verknusen gehen. Man muss es auch zugeben, essen kann man in den USA auch sehr gut. Also vor allen Dingen Mittag, es gibt da halt alles und ich glaube, die versuchen immer alles mögliche an Essen zu perfektionieren, alles zu kombinieren. Das ist eine tolle Sache, aber ganz ehrlich, heute Morgen habe ich das erste Mal in Deutschland wieder gefrühstückt nach der Reise und es war ein Brötchen, ein frisches Brötchen. Und zwar kein süßes wie in Amerika. Das ist alles so weich und süßlich beim Brot. Immer weich, immer süßlich. Das ist so auf Dauer. Und da kannst du gar nicht so richtig Brote machen, weil das immer nur weich und süßlich ist. Ich habe hier in Deutschland heute zum ersten Mal seit der Reise, weil es auch der erste Morgen ist, da bietet es sich an, gefrühstückt. Und es war ein Brötchen
mit Dickfleischwurst drauf. Ach, geil. So hier, so wie, ich weiß nicht, von Hertha gibt es die, da gibt es auch bestimmt andere, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, das war, oh, das war so gut, das war so gut. Oh. Oder so ein, was denn hier los? Habe ich den schon mal angefangen zu fällen? Oder auch so ein so ein Mettbrötchen hatte ich zwar heute nicht, aber ganz ehrlich, das sind die Sachen, die gibt's da drüben einfach mal gar nicht. Und auch wenn du drüben einen Schnitzel haben willst oder sonst irgendwas ordentliches, herzhaftes in der Richtung, kriegst du da einfach nichts. So, das ist ein bisschen doof. Und es gibt zwar Wirtshaus und es gibt alles Mögliche, wo man angeblich all diese Sachen essen kann, aber es schmeckt einfach nicht so, wie es hier schmeckt. So, Landschaft und Essen, also muss ich sagen, oder auch vom Wetter her. Heute Morgen hat es hier geregnet, ich bin erstmal rausgegangen und habe die Arme in die Luft geworfen, weil ohne Axt, jetzt haben wir gesucht und jetzt sind hier mehrere. Habe ich die Arme in die Luft geworfen, weil ich mich einfach so mega gefreut habe, endlich mal wieder ein bisschen Regen, endlich mal wieder ein bisschen Kühle. Wobei ich sagen muss, ich habe hier unten, ich vermisse leider das Airconditioning. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich vermisse das Airconditioning ganz extremst, weil hier im Büro ist es immer schweinewarm wegen den Rechnern. Einen habe ich jetzt sozusagen in Rente geschickt, ganz spontan, weil ich jetzt mein Aufnahmesystem ein bisschen umgestellt habe. Habe ich gerade Eingeborene gehört? Habe ich gerade Eingeborene? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das wäre ungünstig, weil wir brauchen Energie. Und ein leichtes Üngergefühl haben wir auch schon. Aui, aui. Ich frage mich, wenn die Mutanten aus den Höhlen kommen, was die dann für Geräusche machen oder ob die einfach völlig geräuschlos sind. Ich glaube, die machen ja immer so ein bisschen schlurfendes, schmatzendes Geräusch, aber so richtig hören tut man die dann ja nicht, wenn die angreifen. Die bräuchten ja noch irgend so ein Warnsignal. Das wäre sehr praktisch. So. Ich hoffe, wir haben die Lockholder gebaut, dann können wir als nächstes anfangen, hier mal ganz kurz eine Brandrodung zu machen. Okay, uns fehlen noch 6 Diggis. Da gehen uns langsam die Optionen aus hier. Ich dachte mal, die Büsche wachsen nach. Tun sie gar nicht. Das waren einfach nur so viel. Das habe ich die alle weggemacht. Also die wachsen schon nach, es dauert nur immer ein bisschen. Axt schwingen. Atmen. Axt schwingen, so anstrengend. Willst du mich verarschen? Das mit der modernen Axt scheint noch nicht ganz zu funktionieren. So, 2. Na, Alter, verpiss dich! 3. Das war nix. Vier, fünf, sechs, fünf, sagt er mir, okay. So, jetzt aber. Lockholder fertig, dann können wir was essen. In der nächsten Folge, ne, wir bauen gerade wieder so ein bisschen, solange die Eingeborenen nicht da sind. Ich glaube, da kommt aber wahrscheinlich eine Patrouille, wie ich das so kenne. Schade. So, in der nächsten Folge können wir dann, da kann man sich jetzt schon mental darauf einstellen, dass wir in der nächsten Folge dann auf jeden Fall wieder ein bisschen Bäume fällen werden. Jetzt aber mit der modernen Axt, das heißt, es geht bestimmt ein bisschen schneller. Ja, nun, also, also, wie gesagt, USA, Deutschland, ich würde da persönlich, also es war ganz interessant, diese Erfahrung zu machen. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin auch froh, ich war ja nicht in der Menschen. Warum, das werde ich ja immer noch erzählen. Jetzt immer noch nicht, sondern später im Vlog. Ich glaube, ich werde das eh alles nochmal im Vlog erzählen, so ein bisschen. Und, es war eine super Erfahrung. Ich bin froh, dass ich die machen konnte. Ich bin auch froh, dass ich es so durchziehen konnte. Und ich für mich weiß jetzt jedenfalls, im Ausland wohnen und arbeiten geht auf jeden Fall. Kann ich das wieder anzünden? Ja, ne? Aber, ich glaube, ich bleibe lieber in Deutschland. So, das habe ich für mich herausgefunden. Ja, Deutschland ist einfach, es liegt mir einfach mehr. Ich weiß, hier ist viel im Argen und man denkt immer,
Ja, der Arbeitsmarkt, ja, die Politik, ja, tralala und dies und das und pipapo und Moser, Moser und das Wetter ist doof, das Wetter ist zu gut, das Wetter ist zu hell, das Wetter ist zu dunkel und tags ist es zu schön, nachts ist es zu kalt und überhaupt und alles. Aber sind wir mal ganz ehrlich, es ist schon ein tolles Land, in dem wir hier leben und wir haben allesamt, du und ich, wir beide, wir haben ein extremes Glück, dass wir hier geboren wurden und nicht irgendwo, naja, sag ich mal, wo wir die Reisfelder beackern müssen. Habe ich jetzt das Ding da reingelegt oder nicht? Hä? Ach, ich habe schon gegessen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Das ging ja schnell. Tja, dann würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt einfach mal das Wäldchen vor. Und das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge, wie versprochen. Jetzt haben wir 40 Minuten die Folge schon wieder. Meine Fresse, es tut mir leid, es hat wieder ein bisschen Überlänge. Aber ich wollte die Axt holen und dann habe ich angefangen, diese komischen Lockholder zu bauen, um dann wiederum, ich fange überall spontan an zu bauen. Ich kann nicht 3 Meter gehen, ohne spontan was zu bauen. Das ist furchtbar. Man sieht mich jetzt auch hier durch Köln laufen, wo ich dann immer irgendwelche Steine sammle und Äste auch, diverse Wurzeln und so weiter. Und dann baue ich mir hier im Park immer einen Unterschlupf, weil das einfach günstiger ist auch. Und vor allen Dingen, nochmal ganz kurz Thema USA, ich habe keine Ahnung, wie die Leute sich da überhaupt die Mieten leisten können. Das ist so unfassbar teuer da. Ich glaube, das habe ich schon erzählt, ne? Wie unfassbar teuer das ist. Ich habe keine Ahnung, wie die Leute sich die Mieten leisten können. Es ist mir ein Rätsel. Ein völliges Rätsel ist es mir. Aber naja. Jetzt erstmal wieder schön Deutschland. Ich freue mich über Wurstbrötchen. Es sind die kleinen Freuden. Die kleinen Freuden, wenn man die zusammenzählt, dann läppern die sich zu einer Riesenfreude eigentlich. Wenn man immer auf das Kleine achtet, dann wird das Kleine ganz groß in der Menge. Naja, jedenfalls in der nächsten Folge erstmal wieder ein bisschen langweiliges Bäume fällen. Gucken wir mal, ob wir ein paar Einwohner vor die Flinte kriegen. Die laufen ja immer noch ihre Wege ab, aber momentan nicht so häufig. Das heißt, vielleicht können wir tatsächlich das Haus an der Klippe bauen. Ich weiß aber noch nicht genau, ob wir es machen, weil es eventuell auf Dauer ein bisschen unspannend ist, wenn wir jetzt unten bauen und dann oben nochmal bauen und dann überall bauen, weil wir brauchen ja auch noch die Bäume dafür. Schauen wir mal. Kriegen wir alles hin? Eins nach dem anderen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ach ja, die nächste Folge ist dann wahrscheinlich die letzte Folge ohne Webcam. Entschuldigung, dass hier noch keine ist, aber wie gesagt, ist ja gerade der erste Ankunftstag hier. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.